Jo Leute, willkommen. Es gibt ein neues Pack, aber ich werde es nicht kaufen, also es lohnt eigentlich nicht mehr für mich irgendwie Scrolls zu kaufen. Die Chance, dass ich einfach einen Dupe kriege, ist einfach schon ziemlich hoch. Ich meine, ja, sicher, LD-Scrolls sind immer nice, Devilmons auch nice, Crystals sind eigentlich auch ganz gut und natürlich dieses komische Hintergrundbild da, unglaublich kreativ und ja. Okay. So, war natürlich ein Spaß, ich habe es natürlich gekauft. Ja, wobei ich das, was ich gesagt habe, schon ernst meine. Also von meinem Ziel würde ich eigentlich wirklich sagen, dass es sich für mich nicht mehr lohnt, irgendwelche Summon Packs zu kaufen. Stattdessen eben halt nur noch die Re-App Packs. So, wo... Wie mache ich denn das da jetzt wieder hier mit dem Kack-Hintergrund? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ah ja, Hintergrund. Die Menschen Elunia. Es ist der tiefe Wald in der schönen Dimension Elunia. Na Wahnsinn. Ein bezauberndes Lied erklingt von irgendwoher. Wahnsinn. Totally worth. Na gut. Guild War gegen Number One. Was sagt eigentlich meine... Okay, gar nicht übel dabei. So, was steht da? Eine Guardian Cammy und Guardian Ritesh. Nice. Ja, was soll's dann? Machen wir Silvia. Machen wir Silvia. Und was bringe ich statt Silvia? Was können wir da bringen? Irgendwie was Wassermäßiges oder so? Wie wär's mit dir? Habe ich auch schon lange nicht mehr. Und schon Dingsda-Bumster und Dingsda-Bumster. Kann ich dich nicht einfach luschnen, dass wir schnell fertig werden und zusammenkommen? Richtige Luschen? Jo. Okay. Irgendwann muss ich auch mal in LD.NET 5 kommen. Es gibt's ja nicht. Ich habe schon seit 3 Jahren keins mehr. Ich meine, okay, ist jetzt nicht so ungewöhnlich. So, sleepen wir. Silvia. Und dann killen wir erstmal Perna. So. Killt das? Nein. Ja, natürlich, Perna proc'd aus dem Stun raus. So, wir killen Perna. Dann. Paar Heals. Shit Glancing, das heißt, wir glänzen uns selbst. Gehen weiter auf Perna, eh klar. Ich glaube, Lucy ist gleich tot. Außer wir sleepen. Das geht aber nur, wenn wir nicht glänzen. Ha. Gut, und heilen uns wieder. Okay, warum geht ihr auf Perna? Können wir dich nochmal sleepen? So overpowered. Falls ihr es nicht wisst, der Sleep von Elusia kann nicht resistet werden. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das irgendwie so gewollt ist, weil es steht nämlich nirgends, dass es so ist. Aber es ist einfach so. Außer natürlich gegen Wind Units, wenn ihr irgendwie glanzt, ne? Oder irgendwie, weiß ich nicht, Glancing Debuff oben habt. Aber ansonsten echt ziemlich cool. So, können wir dich freezen? Sogar freezen können wir. So, ja, boost mal Perna sicherheitshalber. Solange Defense Break oben ist. Ist schon wieder gefreezed. Okay, keine Will-Runen. Warum nicht? Resistet,
Oh, weil Sean cuttet, deswegen keine Willrunen. Fuck. Das sind wieder diese ein, zwei Speeds, die mein Lucian langsamer ist als Zeros. Nice, kommt wieder Provoke into Provoke, oder? Jo. Oh, aber Lucian hat resisted. Das heißt, GG, Junge. Gott sei Dank. 9 Zeros. Was will ich eigentlich für LD, nicht LD, so normale Net 5s? Ich meine, keine Ahnung, was fällt mir auf die Schnelle ein? Elisha wäre cool. Wassermonkey natürlich, weil er overpowered ist. Nicht, weil ich ihn unbedingt haben will. Elisha halt eh nur für einen weiteren Cleave, ne? Dann, jo, Daphnis halt, weil er dem Daphnis ist. Und Odin natürlich. Oder eben Odin auch. Genau meins ist. So. Der will auch zum Luschnen. Sonst gibt es eigentlich gar nicht mehr viel, was ich wirklich will, deswegen sage ich es. Will ich den machen? Eigentlich nicht. Aber gut. Kaemon Orion und Zero Two. Kann ich da nicht mein Rock-Team nehmen? Wusste wäre mir irgendwie lieber, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass Orion schneller sein wird. Naja, deswegen bleiben wir halt bei dem Team. Hoffen halt auf Resistance, na, ihr kennt das ja, zweimal 100%. Na bitte. Vampire Serato ist ja okay, gut zu wissen. So, wer kriegt das Shield? Serato, okay. Nochmal ein bisschen Damage für Ryan. Ey, so übel, Mann, wieso? Das verstehe ich irgendwie auch nicht ganz, wieso so gecuttet wird. Meine beiden Rock-Jungen haben einen Speed-Unterschied, ja? Da eigentlich, da kann doch gar nichts dazwischen kommen normalerweise. Aber was ist schon normal in Summoners War? Jo, und natürlich LD. Wäre natürlich nice, wenn da irgendwie mal was. Ja, das ist ja auch so ein Klassiker, ne? Neo, stun mich mehr. Okay. GG. 800 IQs, ne? Tiana will strippen und danach ein Despair Proc. Klassiker, kann man leider ausrechnen. 1 zu 3 Chance, dass Iris auf Tiana geht. Will strippen. Bei einer High Resistance Tiana. Iris hat keine 100% Chance, glaube ich, mehr zu strippen, ne? Oder? 35% Chance, das wird wahrscheinlich mit Skill-Ups hochgehen, egal. Und dann auch noch ein 25% Despair-Stun zu landen. Ich lasse das halt einfach mal so stehen. So. Wegen dem Plus 1. Mal schnell fertig werden. Ja, lass den da machen. Da weiß ich wenigstens, dass ich gewinnen werde. Und wo ist Raccoonie? Das ist Raccoonie. So, oben haben wir auch dasselbe Spiel. Fran, Wassersniper und Genny. Sehe ich nicht, wie das irgendwie schief gehen kann. Resetten schon. Außer natürlich Molong. Geht auf den Sniper, aber macht er nicht. Kill mal Harmonia. Resetten den Sniper, heilen Fran. Bitte strippt mich nicht.
Danke. Und machen Damage auf Molong mit Genny. Weil wir dann Dings da bums zu snipen. Resetten Sniper nochmal. Heilen braucht man nicht. Attack Buff auch nicht. 37k sollten genug sein. Okay. Gehen wir Kali halt den Turn. Einzige, was passieren kann, dass Panda Ramagos Defense breakt und Kaemon dann irgendwie durchdreht. Aber nachdem jetzt eh schon Kali drankommt, so, als nächstes kriegen wir dann Kaemon, wenn es nicht zu lange dauert. Ramagos wird eh nichts machen, weil Defense Buff und Dracuni ist mehr als genug Heal. So, jetzt haben wir glaube ich Nuke ready, Jupp, killen Kaemon. Geben Kali den Turn. Clean Shot für 10 Damage. So. Raccoon wieder voll. Das heißt, ich muss nochmal Attack buffen, dass wir ihn sicher killen. Geben Kali den Turn und. Kaboom! So, das war Guild War. Eher relativ nebensächlich, ne? Geht eh um Summons. So, was gibt's da in 3 Wochen wieder? Usa Daphnis Öffner. Dabei save ich eh keine Stones, weil. Ja. Okay. Also fangen wir halt mit den Legendaries an. Wow. Ich gehe nicht davon aus, dass da irgendwas kommt, also. Ich ziehe in meinem Net 5 irgendwie mal zu 90% aus Random Mystical Scrolls. Tja. Sag ich ja. Und was mache ich mit meinen Devilmons? Gibt es da irgendwas, dem ich Devilmons geben wollen würde? Ich könnte theoretisch mal Chara fertig machen. Aber eh nur der letzte, der wäre, sag ich mal, wichtig, dass dein Branding 100% ist. Aber mache ich auch nicht. Dann hatte ich irgendwie überlegt, wegen dem Demon, aber werde ich auch nicht machen, also. Wobei natürlich, wenn er den letzten gehen würde, also 25% Damage wäre schon nice, aber ja. Dann hatte ich irgendwie überlegt, ob ich nicht Bale fertig mache. Wobei fertig machen eigentlich auch nur der Skill wäre. Für ein saferes Katapult-Team. Aber ja, werde ich auch nicht machen. Also ich werde dabei meine Devilmons aufheben. Okay, gut. Wie immer, danke fürs Zuschauen. Falls Fragen gibt oder so, in die Kommentare. Ansonsten wäre ein Like nicht schlecht. Und ja, bis zum nächsten Mal.